An den 1. März 1996 kann sich Erwin Kraus ganz genau erinnern. Damals bekam er das Angebot, als Videoreporter für OTV zu arbeiten. Er sagte ja und blieb uns fast 19 Jahre lang treu. Sein erster Auftrag war ein Spatenstich in Amberg. Kurz vor diesem Termin kam aber auf einmal ein Anruf. Ein Brand in Kirchentumbach und Erwin Kraus musste diesen spontan filmen. Wenn natürlich das dann im Fernsehen gekommen ist, haben wir natürlich, die ganze Familie war natürlich vor dem Fernseher gesessen und wir haben alles geschaut und wirklich haben gejubelt, auch ganz schön hingekackt. Brände und Unfälle musste er in den folgenden Jahren noch viele filmen. Das war kein schöner Anblick, erinnert sich Erwin Kraus. Aber es waren auch viele schöne Termine dabei, zu denen er geschickt wurde. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwie bei Veranstaltungen war oder bei Festen, dann bin ich halt immer in der ersten Reihe gesessen. Nicht? Du warst immer bei der Prominenz vorne mit dabei. Das war natürlich schon schön. Das hat mir schon gefallen. Nach knapp 19 Jahren hat Erwin Kraus jetzt die Kamera an den Nagel gehängt, aus gesundheitlichen Gründen. Trotzdem erinnert er sich gerne an die Zeit als Videoreporter zurück. Das war eine sehr schöne Zeit, die ich nicht vermissen möchte. Und da möchte ich herzlich Danke sagen auch in OTV, dass sie mir die Gelegenheit gegeben haben, dass ich da dabei als Videoreporter, dass ich da dabei war mit und dass ich da meinen Beitrag leisten habe können. Und auch wir von OTV möchten uns bei Erwin Kraus bedanken für die gute Zusammenarbeit und die unzähligen Termine, die er für uns gefilmt hat.